Herzlich willkommen zur weiteren Folge hier in Thüringen. Wir machen weiter hier hoch. Wir fahren ein bisschen die Lage Richtung BGA. Wir haben späten Frühling und wir warten auf den Wachsturm von Sonnenblut. So, ja. Müsste heute Nacht eigentlich kommen. Es hat schon gekeilt. Und mal sehen, die Nachtscheibe wieder rumkriegen. Also wir gehen ruhig auf 30. In 0 Uhr gibt es ja ein bisschen Geld von der BGH. Wir müssen als erstes sofort die Schulung bezahlen, die wir schon gemacht haben. Und halt. Der Parameter ist hier rechts. Ja, wird Gras gesammelt, ne? Der eine für die Holzfackelung und der andere für Gras. Weil ich das gehört habe, dass beide Produktionen, also eine, wenn alle beide zu einer Produktion fahren, das bringt uns dann gleich vor. Also, da haben wir jetzt hier auch ganz schnell mal die Produktion errichtet für die Lage. Auch so oder so. Wir haben uns zwar noch ein ganzes Kilo voll. Und auch nochmal bei Gelegenheit, wenn ich BGH fahren möchte, aber zurzeit nicht. Beide sollen Gras, halbwegs, ich möchte da jetzt nicht eingreifen, weil erstens sehe ich dunkel sowieso nichts. Oder anders fahren können. Zweitens sollen die sich mal die Spur erinnern, wenn ich eingreife, dann ist wieder schon ziemlich aller Flug. Schlecht. Morgen früh müssen wir wieder schauen. So. Oh. Oh, PGH hat viel eingebaut. Aber fleißig. Da werden wir gleich zurückzahlen. Hier denn. Modus, da zahlen wir gleich zurück. Also misst uns viel Geld ein. Das ist aber auch ein Fall der Programmierung. Und wie gesagt, da ja heute so ist, dass die Einspeisung auch gefördert wird vom Staat, beziehungsweise der Steuerzahler dafür zahlen muss, der Kunde, ne? Also der normale. Große Betriebe sind ja mehr oder weniger befreit. Der normale trägt eigentlich Stromkosten für so eine Aktion. Ne? Das ist im Grunde total auch keinem gewachsen, gibt's auch gar nicht. Oder? Wächst das Ende im Weg. Das ist nur 38, das war kommt. Normalerweise gegen 1 oder 2. Können wir mal hier beobachten, hier, ne? Das wächst. Hier fehlt hier keines. Wir würden nur einmal düngen. Ja. Gegen 2 normalerweise, ich nehme auf 60, damit das hier in den Keller geht. Ich will das sehen, was wächst. Ich sehe schon, dass die Erde kommt. So ein Scheiß. Aktuell müsste gerade wachsen durchgehen. Oh, Wahnsinn! Abgewachsen! Können wir auf 30 gehen. So, Wunder ist geschehen, es ist gewachsen. So fahre ich jetzt die Lage eigentlich im Kreis. Wollte doch eigentlich zur BGH. Ja, der eine hat nun Gras gefunden und der andere noch nicht. Also das ist dann der Modus, ne? Muss ich mir ja schauen, was er ist, ne? Ob das heißt, ob das richtig läuft.
Irgendwann werden die beide Gras finden. Außer die fahren in die gleiche Bahn. Das ist das Einzige, was ein Problem sein könnte. Wird mal sehen, dass die Tiere heute Nacht oder morgen früh wieder Futter kriegen. Vielleicht können wir noch ein paar Kälber umstallen, ne? Dann müssen wir, sobald es hell ist, die Dünger trotzdem losschicken und dann schon mal unsere Felder düngen. Also Sonnenblumenfelder müssen gedüngt werden und Sojafelder. Eigentlich die Wiese auch. Aber sobald das wieder heller wird, dann gehen wir auf 1, dann wird das auch noch schaffen. Jetzt haben wir früher Sommer. Mal einmal Heu wegfahren. Müsste ja bald wieder hell werden, das ist der Sommer, ne? So, fahren wir einmal Heu weg. Aber denkt dran bitte, das Heu geht zur Produktion und nicht zur Silage, nicht zur BGH. BGH wird es auch nehmen, weil schlecht für Zahlen, ne? Nicht zu spielen. Das ist am anderen Ende, da unten. Gras haben wir 810 aktuell. Nicht so reich normalerweise. Wie geht das? Wenn ich das mal anschaue, ein Gras ist voll und der andere ist. Könnte sein, dass er hier unten schon gefahren ist. Könnte. Wir tauchen immer gleich rein in unsere Produktion. Ne? Da gehen ja 5000 rein. Auch so oder so. Ist nicht so dumm. Ich muss noch Licht aufbauen. Das werden wir, sobald es der Fall ist, ne? Sobald wir das Geld haben, machen. Ja, genau. Hier rein. Deswegen raus aus der Holzkontrolle, damit da keiner sagen kann, es ist kein Platz hier, okay, weil alles voll und damit ist. Viel Heu. Können wir noch mehr Tiere versorgen? Wann wird es endlich mal hell? Ich gehe mal auf 30, mal 20 ganz kurz, damit wir nichts zu sehen haben. In der Wachstumsphase würde ich das gerne machen, aber jetzt in dem Fall möchte ich ja. Ich mag es nicht.
sicher auf mein Fahrzeug zu treffen. Gras, ich würde sich für die Kühe freuen. Das mögen die lieber. Das war Arbeitskollege, hat gesagt. Wenn du die Lage anbietest, Nutzlage vom Mais oder vom Gras, die würden immer zuerst hier eine Lage wegführen. Vom Gras, nicht vom Mais. Das mögen die. Dann hat er geantwortet, dass sind die Kühe Gras fressen, ne? Kein Mais. Unsere Rinder haben, der Urrind hat im Prinzip nie Mais gesehen, weil Mais wächst ja bei uns normalerweise. Ursprünglich kommt der Mais ja aus Amerika. Das mag ja gut sein, für da, aber die Rinder, so, das kann man auch einspielen. Hell genug ist jetzt, ne? Früh um 6. Morgen kann ich ausschlafen, am Flugzeichen. Weil, oh, wir hier rein. Mal schauen. Ich fahre auch durch. Warte so. Kann ich hier reinkippen? Theoretisch ja. Ja, ich will es ja nicht hier reinkippen. Ich bin wie bei der BGH und blöd gefahren. Rückwärts fahren, so war ich. Da bin ich ja Profi drin. Das war das Festfahren. Ja, kümmern wir uns mal drum um die Dünger, ne? Also das heißt, die Fette brauchen wir hier. Dazu lassen wir die noch hier stehen. Und wir werden die jetzt mal losstufen. Wir haben da vorne noch eins stehen mit Dünger und dann werden wir anfangen ganz hinten. Soja, dann arbeiten wir uns, oder fangen wir vorne an. Da müssen wir noch aufpassen, Platz machen. Und so läuft das ja, ne? Wenn alles schön leer ist, dann geht's, aber wenn es voll ist, ist schlecht. So, bei euch ist ein bisschen Platz jetzt, ne? Wie viel? Also die Nase. Wir werden hier anfangen, ja. Ich fürchte, dass der nicht voll genug ist. Wir müssen noch einmal düngen, damit wir zumindest sicher sein können. 100%. So,
Rückweg. Kümmern wir uns gleich drum. Der Locking heißt nicht Kugel. Ja, der Gras geht weg. Das ist gar nicht genau so. Wasser hier, auch Wasser hier. Noch Regen geachtet. Ist noch Regen angesagt. Okay. Bottenquella, so. Irgendwann sehen. Das ist faul. So. Kursgenerierung. Und zwar für Feld Nummer. Das ist Nachbarfeld. Muss ich mir alles nachmachen, der Bauer hier? Ich denke hier schön rum. Ich denke hier Nachbar Sonnenblumen ist normal, ne? Der Nachbar. Der will nicht verkaufen. Beziehungsweise verschenken. So. Große Generierung. Ja. 12. Baugewände 2. Deaktiviert 30 Meter, ist okay. Hoch runter. Kreisförmig. Geradförmig. Müsste eigentlich klappen. Kümmern wir uns den geblockten Fahrzeug hier, ne? Was gibt es da für einen Grund, nicht zu arbeiten? So, liebe Schauer, das soll es heute gewesen sein. Das kann ich nur hinterholen. Dann seid mal schön und wegen Winkel. Ciao. Ich schau mal gleich, was er hier macht. Ne? Bis nachher. In der nächsten Folge. Runter. Und nochmal für den ganzen Zeitraum. Tschüss.